Moin Moin Leute, Tumlo hier und herzlich willkommen zurück zu Crusader Kings 2 und ich lasse gleich laufen, denn wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir warten immer noch auf unsere Ansprüche und lassen momentan die Truppen regenerieren, weil wir ordentlich Verluste erlitten haben im letzten Krieg, den wir leider auch komplett verloren haben. Oh, ich bin regelmäßig in Kontakt mit meiner Schwester Mahor und achte darauf, sie zu besuchen. Wann immer es mir möglich ist, Die Welt ist rau und die Familie muss zusammenhalten. Für 240 Monate gibt es Liebe, also die familiäre Liebe. Nicht die Liebe, die ihr jetzt schon wieder denkt. Es ist unsere Schwester. Familie hat Vorrang. Plus 15 Beziehungen, das ist schön. Wie ist sie denn verheiratet eigentlich? Byzanz. Okay, nach Byzanz verheiratet. Nichts Interessantes für uns. Da fällt mir ein. Ich wollte ja gucken, ob wir eventuell eine Allianz mit ihm hier schmieden können. Ja, wir sind keine Bedrohung mehr. Das heißt, wir können es jetzt tatsächlich auch. Was ich sehr, sehr schön finde. Denn das ist definitiv eine Stärkung unserer Position. Oh, wir werden gleich in einen Krieg gerufen. Böhmische Revolte. Moment, was ist das jetzt für ein Krieg? Böhmische Revolte gegen das Mittlere Frankenreich. Die hatten hier Provinzen? Was? Das war mir gar nicht bewusst, aber okay. Ach nein, das hätten wir nicht machen sollen. Wir hätten darauf achten sollen, was die machen. Das ist ein heiliger Krieg, den die gerade führen. Ach so, das ist jemand, der gerade rebelliert gegen den Herrscher. Und deswegen, okay, das macht Sinn. Das habe ich irgendwie nicht bedacht gerade. Aber ich denke mal, das werden die alleine schaffen. Sonst hätten sie diesen Krieg nicht erklärt. Oh, und wir haben eine ganze Menge Leute, die Wahlnachfolge in Friesland hätten gerne. Und ich sehe... Warum hast du mich auf einmal? Ja, das macht immer noch die Verschwörung. Also jetzt, tut mir leid, aber jetzt muss ich dagegen vorgehen. Du bist nämlich irgendwann zu mächtigen Vasallen geworden, was mir gar nicht passt. Und du willst gegen mich rebellieren, was mir auch nicht passt. Von daher, naja. Hebe ich mal ein paar Truppen aus. Allerdings auch nur die, die in meinem Heimatgebiet quasi sitzen. So, dass ich einmal die hier zusammenziehen kann. In Ypern. Und dann schauen wir gleich mal. Weil damit sollten wir eigentlich ganz gut was erreichen können. Auf der einen Seite werden wir halt den mächtigen Vasallen los, der uns ein Dorn im Auge wäre. Und wir können zumindest, also was ich auf jeden Fall machen werde, ist, dass ich Göttingen da raushol, dass ich ihm den Titel quasi abnehme. Weil es mir nicht passt, dass er einen Titel außerhalb seines angestammten Herzogtums hat. Das wird dann wieder ein unabhängiger Graf werden. Ich find's nett, dass du zu mir baschiert bist. Oh. Oh. Oh, das ist schön. Leute, wir werden Krieg führen. Kreuzzug um Aquitanien. Seine Heiligkeit, Papst Innozentius III., ist von den Hilferufen der christlichen Bevölkerung vom Königreich Aquitanien überzeugt worden. Er ruft alle tauglichen Männer Europas auf, ihre Waffen gegen die bösartigen Badscha Ayub vom Kaschidreich zu erheben. Um Aquitanien aus den Fängen der mohammedanischen Ungläubigen zu befreien. Gott wird den Pilgern dafür ihre Sünden erlassen. Und die haben gerade eine große Revolte tatsächlich. Und Deutschland verbündet sich mit Bayern. Das könnte ungünstig werden. Was? Wieso hat er überhaupt gekämpft? Das gibt's doch jetzt. Ich fühle mich gerade verarscht. Warum ist er jetzt gestorben? Warum war er überhaupt im Kampf? Er hat keine Truppen angeführt. Warum war er im Kampf? Kato, du kennst dich mit dem Spiel aus. Bitte erklär mir, was gerade passiert ist. Es regt mich gerade auf. Weil mir das meine kompletten Pläne ruiniert. Aber okay.
Wir haben einen neuen Herrscher. Kato, du sitzt wieder auf dem Thron. Glückwunsch. Auch wenn es deine nächste Inkarnation ist quasi. Zum Glück bist du schon was älter. Aber das ändert nichts daran, dass wir hier Krieg führen werden und eventuell sogar einen Heiligen Krieg. Also der Plan wird beibehalten. Komplett. Ach, hopp, die Maschine hier runter. Ich will noch eine Schlacht schlagen. Und natürlich haben wir jetzt eine gefährliche Fraktion und einen unzufriedenen Rat. Das ist toll. Oh, come on. Sieg in der Schlacht. Wir teilen uns ein bisschen auf. Wenigstens verliere ich keine Titel mehr bei dem ganzen Spielchen. Du hast einen Pflichtfokus, das habe ich immerhin richtig gemacht. Du bist gerade verspielt, du bist träge und du bist gewissenhaft. Also träge ist schlecht, gewissenhaft hingegen ist gut. Damit kann man was anfangen. Der Rest hat sich natürlich nicht groß verändert. Also ich werde eigentlich alles so beibehalten erstmal. Ach, ob wir nehmen die Verfolgung auf. Schlachten sind gerade sinnvoller, die geben mehr Punkte, dann kriegen wir das Ganze schneller zu Ende. Dann versuche ich weiter zu marschieren zu den Plünderern, je nachdem wie viele diese Schlacht jetzt überleben. Das reicht definitiv, um zu den Plünderern zu marschieren. Große Schlacht gewonnen und jemanden gefangen genommen, das ist gut. Du kannst dich freikaufen und du ebenfalls. Gib mir bitte mal Geld. Dankeschön. Und natürlich kommen sie jetzt wieder alle. Wann ist das Zeitalter der Wikinger endlich vorbei? Wann können die uns endlich nicht mehr plündern? Missioniert mal bitte weiter. Macht mal mehr Katholiken da oben. So, das war ein Sieg. Jetzt können wir uns um die kümmern. Paris fällt auch bald hoffentlich. Und er bietet mir einen Frieden an. Weißen Frieden. Vergiss es. Du hast den Krieg schon verloren, mein Freund. Als ob ich jetzt einen weißen Frieden mit dir schließen werde. Und ich sage euch eins, wenn da jetzt ein Aufstand kommt, dann werde ich nämlich genau jetzt mir Söldner holen. Ich lasse mich ganz sicherlich nicht zu einer Wahlmonarchie machen. Vergesst es. Oh, ihr könnt mich mal. Grrr. Holen uns einen neuen Kämmerer gleich. Keine mächtigen Vasallen. Okay, wir warten kurz. So, Truppen zusammenziehen. Alles ausheben, was nur irgendwie geht. Wir sammeln uns in Paris. Hier unten stampfe ich mal ein. Genauso wie die hier oben. Habe ich hier keine mächtigen Vasallen stehen? Sieht nicht so aus. Okay, dann nehme ich tatsächlich dich. Und du treibst mir bitte Steuern ein. Und ich sammle jetzt erstmal meine Truppen. Weil ich denke mal, wir werden, dadurch, dass sie ja so schön gesplittet sind, zumindest die Bretagne unabhängig von denen schlagen können. Das werden wir auch machen. Ich sammle jetzt erstmal alle meine Truppen. Und wenn die Belagerung gewonnen ist, dauert der Krieg auch nicht mehr lange. Dann kann ich mich um die übrigen Rebellierenden kümmern. Hoffentlich. Und ein Kind hat noch keinen Bildungsschwerpunkt. Wir selbst nämlich. Okay. Ich würde gerne auf Verwaltung gehen. Gewissenhaft ist gut, träge ist schlecht. Verspielt haben wir noch. Ein Träge wäre noch eine gute Option, aber nein. Wir nehmen Verwaltung. Kato, du wirst jetzt zu einem Verwalter. Und bist du nicht der, der gegen mich... Also, das ist jetzt ein Bug, oder? Ah ne, er ist mein Nachfolger, nicht mein Regent. Ich dachte gerade schon. Okay, ich war einen Moment lang ziemlich verwirrt. Das wäre sehr seltsam gewesen, wenn der Typ, mit dem ich im Krieg bin, mein Regent gewesen wäre. So. Aber du bist nur mein Nachfolger. Und jetzt bist du mein Gefangener. So, Zeit, diese Rebellion niederzuschlagen. Leider habe ich damit auch meine Allianz verloren, natürlich. Deine Gräfin kann ich einkerkern lassen. Okay. Warum? Jemanden umbringen? Ist mir gerade relativ egal. Wir marschieren weiter. Wir wollen diese Schlacht da unten schlagen.
Die kämpfen? Ja, die kämpfen. Das sind ja auch nicht in Poitiers. Das ist gut. Marschieren wir da runter und dann gleich weiter. Das sollten wir ziemlich locker gewinnen eigentlich. Und dann kommt da gleich die nächste Armee anmarschiert. Das ist schön. Die schenkt mir Warscore. Finde ich nett. Ich hoffe, wir können möglichst viele Leute jetzt ausschalten dabei. Das Ganze ist natürlich schlecht für den Kreuzzug. Aber das Gute ist, wenn wir dann in den Kreuzzug einsteigen, dürfte das nochmal Loyalität bringen. Weil wir halt den Heiligen Krieg kämpfen. Und das kommt immer gut bei den Leuten an. Zumindest bei den eigenen. So. Zwei Siege haben wir schon mal. Dann marschieren wir jetzt hier nach Anjou erst und dann nach... Stopp. Marschieren nicht nach Anjou, jedenfalls nicht über den großen Fluss. Die Normandie kämpft mit, das finde ich schön. Greifen wir die Normandie an. Also nicht die Normandie, sondern die Truppen in der Normandie. Und das Schöne ist, dass die Untertanen, die ich gerade noch habe, die loyal zu mir stehen, auch wirklich loyal zu mir stehen. Also wenn wir mal gucken, Fraktionen sind zwar noch vorhanden, aber keine mächtigen. Also die mächtigen Vasallen, die mir illoyal gegenüber waren, sind alle schon in der Revolte drin. Bayern hat gegen die Walachei gewonnen, das ist schön. Wer ist eigentlich in diesem Heiligen Krieg drin? Der Kreuz... Ach du Scheiße. Nur kleine bisher. Nur kleine Mächte. Aber trotzdem. Müssen wir echt mal gucken, ob wir uns da anschließen sollen später. Ob wir unser Reich genug festigen können, dass es Sinn macht. Also festigen können wir es auf jeden Fall, aber dass wir danach auch noch genug Truppen zur Verfügung haben, ist die Frage. So. Es ist wichtig, sich Zeit zu lassen und am wichtigsten ist es, auf gar keinen Fall zu viel zu tun. 20% Chance auf gestresst, aber wir werden auf jeden Fall gemäßigt. Das ist gut eigentlich. Gestresst zum jetzigen Zeitpunkt wäre echt ein bisschen früh. Okay. Gut, unsere Schlachten gewinnen wir, das ist schön. Dann werden wir jetzt hier belagern. Beziehungsweise wir teilen uns auf und belagern gleich zwei Provinzen. Ach, und da haben wir das Kreuzzugsymbol, habe ich gerade gesehen. Und ich muss ja auch sagen, ich frage mich, ob wir es überhaupt noch schaffen, diese Achievements zu holen bis zum Ende der Spielzeit, wenn das weiter so geht. Oh, es ist nicht noch eine Revolte, sondern jemand Unabhängiges tatsächlich. Das ist interessant. Also es sieht gerade so aus, als könnte tatsächlich Spanien, das Kaschidreich, ein bisschen zerfallen. Was für uns natürlich Bombe wäre. Können wir nämlich unten neues Land sichern und damit einen mächtigen Feind ausschalten erstmal. Wie lange... Oh, du bist jetzt 12. Wann endet die Regentschaft? Wo steht das? Steht hier leider nirgendwo. Schade. Geboren am 5. Oktober 23. Wenn du 16 wirst, ist es vorbei, wenn ich es im Kopf habe. Also in ziemlich genau 3 Jahren. Ja gut, dann haben wir quasi so lange noch Zeit, um die Position innerhalb unseres Reiches zu festigen und dann können wir einen Krieg erklären. Welche genau das sein wird, sehen wir dann. Das muss ich noch schauen. Aber ich weiß auf jeden Fall schon mal, dass mein Rat mir mal... Wow. Das sind viele Zeloten. Viele religiöse Eiferer. Also ich glaube, wenn die einem Kreuzzug nicht zustimmen, dann weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall ist der Rat gleich wieder zufrieden. Das ist schon mal sehr gut für uns. So. Und vor allem sind die dann alle verhaftet erstmal. Und ich kann mir neue loyale Untertanen... ich kann quasi neue loyale Untertanen zuordnen. Muss einfach mal gucken, wie ich das dann am geschicktesten angehe. So, ein Sieg hier oben. Dann greifen wir hier die Stadt tatsächlich an der Stelle. Und sind tatsächlich kurz vorm Sieg. Ich glaube, auch wenn die beiden Sachen vorbei sind, ist es insgesamt vorbei. Mein Graf Rainbow ist gestorben. Der Berater. Das hebe ich mir aber noch auf. Also die Position müssen wir auch nicht besetzen gerade. Wir haben gerade nicht das Problem mit mächtigen Vasallen. Oh, come on. Kapituliert ihr wenigstens?
Ihr kriegt keinen weißen Frieden. Ihr könnt mich mal. Ich bin bei 93% Frieden. Vergesst es. Nein. Einfach nein. Ach, kommt schon. 99%. Ernsthaft. Oh, Leute. Ich hoffe, ich krieg gleich noch einen tickenden Warscore irgendwie. Ja, geht doch. 100%. Na, danke. So, Frieden anbieten. Forderungen erzwingen. Alle werden verhaftet. Und ich kann meine Truppen auflösen. Das ist schön. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Wen habe ich denn jetzt alles so gefangen? Ich habe 7 Gefangene insgesamt. Jetzt müssen wir mal gucken. Die mächtigen Vasallen sind alle Gefangene. Bis auf 2. Und ihn sollte ich auch zum Rad werfen, irgendwie. Wir müssen echt gucken, dass wir uns ein paar mächtige Leute holen. Ein paar gute, geschickte Leute. Beziehungsweise ich muss vor allem mal gucken, was ich mit meinen Gefangenen mache. Bei ihm ist das Problem, dass er die Titel fast alle hat. Das heißt, es bringt nicht viel, ihn rauszuschmeißen. Gut, er minus 30, weil er inhaftiert ist. Minus 20, weil er Bretagne will und sowas. Und weil er halt Anspruch auf unsere Titel hat. Warum hat er das überhaupt? Warum hat er schwache Ansprüche auf meine Titel? Wegen dem Wahlmonarchiekrieg oder was? Du hast das Herzogtum Anjou. Ich würde dir den Titel nehmen und ihn dem anderen da geben, und das werde ich auch tun. Kann ich nicht, weil mein gesamter Rat dagegen ist. Ah, na super. Okay, ihr bleibt alle Gefangene. Ganz einfach. Und ich möchte mich tatsächlich diesem Krieg anschließen. Jo, wisst ihr was? Das machen wir auch jetzt. Wir schließen uns dem Kreuzzug an. Machen wir nämlich keinerlei Sorgen, dass wir da irgendwelche Probleme kriegen könnten. Dass der Krieg zu schwach wird oder sowas. Also wir bieten dem Papst an, wir schließen uns dem Kreuzzug im Aquitanien an. Und also wenn wir den Krieg, momentan würde König David das Ding bekommen. Also wenn wir den Krieg gewinnen, bekommt quasi der, ich glaube der mit dem höchsten Kriegsbeitrag bekommt dann alle Provinzen. Das heißt, wir müssten uns ranhalten. Um tatsächlich wirklich was zu bekommen, aber auf jeden Fall werden wir den Titel der Kreuzfahrer bekommen und das hatte, glaube ich, auch einen Bonus. Auch wenn ich mir nicht ganz sicher bin, welchen. So. Truppen werden ausgehoben. Wir haben noch 0% natürlich und Hochmeister Franz vom Deutschen Orden. Also momentan König David von Aquitanien wird die Titel bekommen. Also geht es speziell darum, weil es sein de jure Zeugs ist oder was? Na super. Und er hat sich tatsächlich den Titel Kreuzritter schon verdient, aus irgendwelchen Gründen. Ich weiß nicht, ob ich... Wahrscheinlich kann ich den nur bekommen, wenn ich erwachsen bin. Okay, das ist schade. Das ist sehr schade. Aber okay. Es sollte zumindest tatsächlich die Beziehungen bei meinen Untertanen irgendwo verbessern. Und wer weiß, vielleicht schaffen wir es ja sogar noch zum nächsten Kreuzzug aufzurufen, danach direkt oder so. Auf jeden Fall schwächt es die Spanier und das ist das, was uns wichtig ist. Herzogin Mafalda von Orléans hat mir Beweise vorgelegt, dass Baron Godefroy von St. Paul Hochverrat gegen mich plant. Wie soll ich darauf reagieren? Interessiert mich nicht. Der Typ ist loyal genug. Und er ist Baron. Was soll er machen? Die einzige Möglichkeit wäre, mich umzubringen. Dann würde er hier erben. Was tatsächlich gar nicht mal so schlimm wäre. Auch nicht ideal, aber es gibt deutlich Schlimmeres. Als wenn wie verwandt bist du mit mir nochmal? Du bist jetzt mein Großonkel? Ne, Moment. Wir sind hier in der Linie. Das ist mein Großvater, das ist der Bruder unseres Großvaters, das ist der Großonkel, oder? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Und unsere Dynastie hat mittlerweile 110 lebende Mitglieder. Heilige Scheiße. Ich glaube, Roding ist wirklich die größte Dynastie der aktuellen Welt.
Mein Kerkermeister wurde von meiner Gefangenen verführt, der listigen Herzogin Bellerses von Geldern. Er brachte sie zu seiner Lagerstadt, wo sie ihm mit einem Weinkrug einen Schlag auf den Kopf versetzte und erfolgreich flüchtete. Oh, das gibt Probleme. Müsste die nicht wieder verhaften können oder sowas? Das ist das Schlimme, wenn man in so einer instabilen Zeit dann auch noch einen Herrscher verliert und dann einen Regentschaftsrat hat. Das ist echt ungünstig. Und wir waren so kurz davor, das Ganze zu beenden. Ich habe eigentlich am Anfang der Woche damit gerechnet, dass wir maximal 2 Folgen noch brauchen. Und dann das. Oh, come on. Gut, wir belagern natürlich mit. Verteilen uns ein bisschen. Oh, es wird zur Schlacht kommen. Aber ich glaube, wir ignorieren die Schlacht tatsächlich erstmal. Wir sammeln uns eher für die andere. Okay, vielleicht ignorieren wir die Schlacht auch nicht, weil die da unten am Gewinnen sind. Sind das Berge? Ja, die kämpfen in Bergen. Wir haben einen Zehnt bekommen. Immerhin mal eine gute Nachricht. Stellen wir uns jetzt hier in Berge. Wir könnten hier natürlich in die Offensive gehen, aber ich greife ungern in Berge an, aus, naja, aus gegebenem Anlass halt. Das sollte verständlich sein, warum. Und mir fällt gerade auf, doch, wir führen die Belagerung an. Okay. Es gibt so vieles in der... Ach. Scheiße. Es gibt so vieles in der Welt, das den Aufwand nicht wert ist. Wir werden faul. Na danke. Ich wollte, dass du fleißig wirst, du Idiot. Mann. Dabei haben wir zu große Domäne, zu viele Vasallen. Werd erwachsen, Kato. Bitte werd erwachsen. Schnell. Ich brauch dich. In der vernünftigen Position. Vielleicht wirst du sogar noch vor dem Ende des Krieges erwachsen und kriegst doch noch den Kreuzfahrer-Titel. Das wäre schön. Ach, ich kann BLSS sogar tatsächlich einkerkern. Und das werde ich auch machen, sobald ich die Möglichkeit habe. Sobald ich die wieder die Machtposition habe. So, die erste Belagerung haben wir gewonnen. Ja, wir machen einfach weiter. Wozu angreifen? Wir können einfach weiter belagern. Oh. Der Hirtenkreuzzug. Eine Mischung aus wirtschaftlicher Not und religiöser Begeisterung durch den Kreuzzug hat zu viel Unruhe unter den Bauern geführt. Ein seltsamer Mönch, der sich selbst der Meister von Ungarn nennt, kritisiert die Kirche und predigt dem einfachen Volk vom Hirtenkreuzzug. Er hat bereits ein beträchtliches Gefolge um sich geschart, eine Armee der Hirten sozusagen. Und im ganzen Land ist es durch sie zu Gewalttaten gegenüber Priestern und Juden gekommen. Natürlich ist die Kirche alles andere als glücklich über diese Zustände. Gerüchten zufolge hat man nun sogar vor, gegen die Hauptstadt zu marschieren. König, wer weiß, wo dies noch hinführen wird. Können sie mit Gold besänftigen und das wird zum Krieg führen. Garantiert. Aber wir können Krieg kämpfen. Aufhängen soll man diese Kriminellen. Ich will wissen, was da passiert. Ich kenne dieses Event nämlich nicht. Also entweder wir sterben jetzt oder es kommt zum Krieg. Okay, es passiert irgendwie gar nichts gerade. Zumindest nichts Offensichtliches. Ich habe keine Ahnung. Oh, wir sind 15. Wir werden dieses Jahr erwachsen. Endlich. Das ist gut. Ich bin nur noch der Meinung, dass es irgendwo mal stand, wann die Regentschaft endet. Ich weiß nur leider nicht mehr wo. Und wir haben die Belagerung hier gewonnen. Wir haben eine Moschee quasi erobert, beziehungsweise eine Kirche. Und die Stadt ist als nächstes dran. Und da wird gerade eine Schlacht geschlagen. Ach, hopp, wir helfen denen aus.
Wir retten denen den Arsch. Die großen Ritter von Friesland kommen zur Rettung der ganzen anderen. Wir haben die Belagerung gewonnen. Sehr schön. Wie viel Kriegsbeteiligung habe ich jetzt eigentlich? Immerhin 8%. So, die Schlacht haben wir gewonnen. Wir haben die Belagerung gewonnen. Und wir führen sogar gerade die Belagerung. Das ist schön. Das ist sehr schön. Und wir kriegen wieder gefährliche Fraktionen. Na super. Okay. Gut. Wir sind bald erwachsen. Wir sind gerade im ersten Kreuzzug. Tatsächlich. Endlich mal. Es wurde auch langsam Zeit. Also, so langsam, wir sind in einem neuen Zeitalter. Das wird jetzt interessant mit den Spaniern in Zukunft. Und ja, also, es ist Befreiung von Aquitanien. Also es ist wirklich so, dass Aquitanien dann wohl, also das komplette Königreich, wenn ich das richtig im Kopf habe, wird an ihn fallen. Problem ist, er hätte gern das Fürsterzbistum von Aquitanien. Das heißt, er wird nicht so begeistert davon sein. Aber es wäre zumindest ein Bollwerk gegen die anderen Spanier. Dann wäre er quasi an der Front. Dann müsste ich mir darum keine Gedanken mehr machen. Denke ich zumindest mal. Wir werden sehen. Wir werden sehen, was es tatsächlich für Auswirkungen hat. So, ein Sieg hier rüber. Greifen wir jetzt die Stadt an. Gewinnen auch da. Und es bleibt nur noch die Festung. Und die belagern wir einfach erstmal weiter. Unsere Regentschaft ist vorüber. Wir sind erwachsen. Das ist schön. Und wir sind... Ja, wir haben ein Talent für Verwaltung. Das ist gut. Wir sind Karrierekaufmann. Münzen, pfründbare Scheine. Sehr schön. Und aus verspielt wird gesellig. Das ist auch gut. Okay. Wir sind Verwalter genug, um eine Domänengröße von 8 zu erhalten. Und wir können endlich selbst entscheiden, was wir mit unseren Leuten machen wollen. Was sehr gut ist. Aber, was das sein wird, was wir machen, wen wir heiraten und was wir für einen Fokus wählen und was nicht noch alles, das erfahren wir in der nächsten Folge. Und ich setze jetzt einen Cut. Wir sehen uns in einer Woche, wenn es wieder weitergeht. Und wenn ich mich hoffentlich wieder auf meine eigentlichen Ziele konzentrieren kann, also auf Dänemark. Bis dahin, haut rein und ciao.